Das ist eine Pendis Velosa, meine absolute Lieblingskarnivore. Die ist auf der diesjährigen Sammelkarte drauf. Und noch viele mehr, und die seht ihr heute im Video. Okay, stopp. War's gut, oder? Ja. Läuft noch, oder was? <lacht> <lacht> Herzlich willkommen hier bei Green Jaws. Ja, und auch in diesem Jahr gibt es natürlich wieder unsere beliebten Sammelkarten. Wir haben schon viele Anfragen bekommen, was gibt es denn dieses Jahr? Welche Motive sind es? Und wir haben dieses Jahr eine Künstlerin aus Japan, Saori Owada, die hat dieses Jahr die Sammelkarten gezeichnet und die sind einfach genial geworden. Ich habe sie hier schon alle ausgebreitet. Die stelle ich euch jetzt natürlich im Einzelnen vor. Wir haben auch die passenden Pflanzen dazu aufgebaut. Und ähm, vielleicht vorab so ein paar Punkte zu Saori, damit ihr euch da auch ein bisschen was drunter vorstellen könnt. Die ist ungefähr in meinem Alter. Baujahr 85, ist in der Präfektur Fukushima geboren, wohnt aber mittlerweile in Tokio und ist dort als freischaffende Künstlerin tätig, hat sogar auch Grafikdesign studiert und mittlerweile malt sie eigentlich oder ist so ziemlich spezialisiert auf botanische Motive, sehr, sehr viele Pflanzenmalerei, aber auch große Wandmalereien an Gebäuden, Mauern und so. Also da habe ich auch schon richtig geile Sachen von ihr gesehen, aber alles so immer so ein bisschen botanisch angehaucht. Und äh, wir kennen uns jetzt schon. Ganze Ewigkeit eigentlich über Instagram und äh, ich habe sie im, ja, letztes Jahr im Herbst eigentlich mal gefragt: Du, wie sieht es eigentlich aus mit unseren Sammelkarten? Hättest du da Interesse? Und sie hat eigentlich gleich Ja gesagt. Das äh, hat mich super gefreut, weil ich ihren Zeichenstil echt richtig geil finde und äh, auch die ganzen Pflanzen, die sie malt. Eigentlich noch gar nicht so lange. Sie hat nämlich erst 2015 so mit dem Sammeln von Kakteen, Sukkulenten angefangen und ist dann eigentlich so umgeschwenkt zu. Pflanzenmalerei, botanische Malerei und malt hauptsächlich so, ja, Kakteen, Sukkulenten, Tilantien kommen auch öfters vor, aber auch ganz viele Carnivoren findet man immer wieder mal, auch wenn man bei ihrem Instagram mal so ein bisschen durchscrollt, da könnt ihr das alles anschauen. Wir blenden natürlich Instagram ein und auch in der Videobeschreibung findet ihr auch nochmal den direkten Link zu Instagram und zu ihrer Webseite, schaut da auf jeden Fall mal drauf. jetzt Geht es aber um die Karten, die möchte ich euch mal vorstellen. Wir haben ähm, wieder vier Karten, so wie jedes Jahr. Und beginnen möchte ich hier mal mit Drosera Rot und die Folia. Das ist unsere erste Sammelkarte. Und äh, den Rundblättrigen Sonntau kennt ihr auch alle. Ist ja hier eine einheimische Art in Deutschland. War sogar 1992. Ähm, Blume des Jahres und wir haben gesagt, wir wollen dieses Jahr einfach auch wieder eine einheimische Art mit vertreten haben. Und da ist es eben der rosa und die Folie geworden. Hinten drauf findet ihr natürlich immer ganz viele Details zu der Pflanze, viele Infos dazu. Und das ist unsere erste Sammelkarte. Wir haben auch die passende Pflanze hier, aber ich denke, den kennt ihr alle natürlich zur Genüge. Und ähm, gehen wir mal gleich weiter zur nächsten Sammelkarte. Das ist Genlysea aurea. Das ist jetzt wahrscheinlich eine Pflanze, die noch nicht so viele Leute kennen oder schon mal gehört haben. Und die gehört zur Gattung der Reusenfalle. Ist also was ganz Besonderes. Es gibt nämlich nur diese eine Gattung, die diese Reusenfallen ausbildet. Und das sieht man eigentlich ziemlich gut hier unten. Diese, ja das, was so ein bisschen aussieht wie Wurzeln. Das sind nämlich keine Wurzeln, das sind sogenannte Rhizophylle und die sind so korkenziehermäßig verdreht und da ja, die funktionieren eigentlich wie so eine Reuse. Also die Insekten, oder es sind ja keine Insekten, es sind so Mikroorganismen, die hier im Boden leben. Die werden da reingelockt und wie in einer Fischreuse wandern die so von Kammer zu Kammer und bis in den Magen hoch, wo sie anschließend verdaut werden. Die Pflanze, die kommt aus ähm, Brasilien, da ist sie heimisch, wächst dort sogar bis auf 2500 Meter, mag sehr nass, teilweise wachsen die sogar überflutet. Und ja, sehr interessante Pflanzen. Ich habe sie leider nicht in der Sammlung, deswegen kann ich euch gar nichts dazu präsentieren, die passende Pflanze. Noch nicht in der Sammlung. Ich finde eigentlich Genlisea ganz spannend, hatte aber bislang nie so die Möglichkeiten, die zu kultivieren, weil die es gerne sehr warm mögen. Und jetzt mit dem Tropenhaus, vor allem mit dem neuen Tropenhaus, wo es nachher ein bisschen wärmer drin sein wird, da kann ich auch Genlisea halten. Deswegen, ich glaube, in Zukunft werden wir die auch mal ein bisschen zeigen, sobald ich sie dann in der Sammlung habe. Und dann werden wir die Pflanze auf jeden Fall nachreichen. Aber ihr habt auch hinten drauf wieder. Ganz viele Infos. Also, da steht auch wieder alles über die Pflanze drauf. So, jetzt kommen wir zu einer Pflanze. Ähm, die kennt ihr auch alle. Das hier ist Saracenia Flava Variante Rugellii, die mit dem dicken Schlundfleck hier. Und das ist auch unsere dritte Sammelkarte hier. Da haben wir echt ein richtig geiles Motiv. Das ist super schön umgesetzt. Ich glaube, es ist auch mein Favorit von den ganzen Karten dieses Jahr. Und ähm, Saracenia Flava wächst ja so an der Südküste in den USA. Und ist dort in den Mooren, Sümpfen beheimatet, viele Sumpfwiesen. Und ja, ich glaube, ich muss die Pflanze gar nicht so richtig vorstellen, aber sie erreicht Höhen so bis ein Meter, teilweise über ein Meter heraus. Typisch ist dieser Riesendeckel, der große Schlund und dann eben dieser ganz typische Schlundfleck hier. Ja, das ist hier ein sehr schönes Exemplar und kommt eigentlich dem auf der Sammelkarte ziemlich nahe. Auch hinten drauf wieder ganz viele Infos zur jeweiligen Pflanze. Und jetzt kommen wir schon zur vierten Karte. Und ähm, ja, Nepenthes Vilosa ist ja meine Lieblingskarnivore überhaupt und auch für mich die schönste Nepenthes. Ähm, richtig toll umgesetzt. Ich hebe es noch nochmal hier in diese Kamera, ich glaube, das sieht man es ein bisschen besser. Und Nepenthes villosa war ja tatsächlich meine zweite Nepenthes, die ich je in der Natur gesehen habe. Und das war, wo ich 2010 das allererste Mal auf dem Mount Kinabalu in Borneo war. Und dort wächst auch diese Pflanze ausschließlich auf dem Kinabalu und dem Nachbarberg, dem Tambo Yukon. Ich war schon auf beiden. Die Formen unterscheiden sich so ganz leicht, weil auf dem Kinabalu sind sie eher so bauchig, das, was wir auch hier auf dieser Karte hier haben. Auf dem Tambuyukon sind sie eher so ein bisschen in die Länge gezogen. Und ähm, Nepenthes villosa, Vilosa wächst ja bis auf 3200 Meter hoch. Das ist also schon sehr, sehr hoch und ist auch die am höchsten vorkommende Nepenthes, glaube ich. Ähm, ja, hinten drauf natürlich auch wieder ganz viele Infos zur jeweiligen Pflanze. Und Nepenthes Vilosa kann ich euch auch zeigen, weil die habe ich natürlich hier leider noch nicht so groß. Die Pflanze selber ist noch ziemlich klein. Hat, ähm, ja, die Kannen sind jetzt vielleicht so drei Zentimeter groß. Hier haben wir noch eine kleine vertrocknete, die fand ich aber ganz witzig. Und ich habe hier sogar auch noch eine Kanne, die ein bisschen größer ist, auch so eine trockene. Die sieht aber auch ziemlich geil aus. Dachte ich, das muss ich euch auch mal zeigen. Weil das Besondere ist hier auch, die Kannen, die bleiben richtig hart erhalten. Also die sind jetzt hier ziemlich hart, wenn man hier drückt. Und man sieht hier auch richtig geil dieses ganze Peristom. Und das ist halt dieses beeindruckende Annepentes Vilosa. Und die ziert unsere vierte Karte. Ähm... Ja, und auch richtig geil umgesetztes Motiv. Ich muss dazu sagen, wo ich das erste Bild gesehen habe, so den ersten Entwurf, dachte ich, hm, bisschen langweilig, nur eine Kanne, könnten gerne mehr sein. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es auf der ganzen Karte und so mit der Farbe und alles, es wirkt einfach richtig geil, weil diese Kanne so im Vordergrund richtig präsentiert ist. Und es wäre eigentlich super störend, wenn da jetzt noch mehr Kannen im Hintergrund wären. Und so kommt die Kanne einfach richtig zur Geltung. Ja, und auch eine richtig geile Karte. Also die zwei auf jeden Fall meine Favoriten. Und ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, welche Karte euer Favorit ist. Ich denke, wir haben hier echt eine tolle Auswahl wieder, weil uns war es ja wichtig, dass wir hier verschiedene Pflanzen präsentieren. Ähm wo wir uns überlegt haben, was soll das diesjährige Motiv sein, haben wir so gesagt, wir wollen einfach verschiedene Fallentypen haben, dass wir so drei verschiedene Fallentypen haben. Das haben wir, wir haben eine Klebefalle, eine Grubenfalle und wir haben zwei Fallgruben. Dann wollten wir ein einheimische, eine einheimische Pflanze haben, was hier der rundblättrige Sonnentau ist. Und wir wollten so ein bisschen eine besondere Pflanze haben, das wir hier mit Genlisea abgedeckt haben. Und ja, das war so ein bisschen die Gedankengänge zu den Hintergründen, damit ihr das vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen könnt und, und wie kommt diese Pflanzenzusammenstellung hier zustande. Ja, aber ich denke, es ist ähm, sehr harmonisch und es ist ein richtig tolles Sortiment geworden. Also, ich finde die richtig, richtig geil. Ich hoffe, ihr auch. Ihr kriegt hier natürlich pro Warenkorbwert von 100 Euro natürlich wieder eine Karte dazu. Die Karten sind aber schon fertig verpackt. Das sieht dann so aus. Also wir haben da keinen Einfluss drauf, welche Karte drin ist. Deswegen Wünsche können nicht berücksichtigt werden. Die werden zufällig rausgepickt. Die vier Motive gibt es zum Sammeln und es ist echt ein super schönes Sortiment geworden. Und wie gesagt, schaut gerne mal bei Saori auf die Webseite drauf. Die blenden wir euch auch ein, beziehungsweise findet ihr in der Videobeschreibung ihren Instagram-Kanal natürlich. Und falls ihr sagt, hey, die Karten die, oder die Motive, die gefallen mir so gut, die sind zeichnerisch, künstlerisch so toll umgesetzt, von ihr hätte ich auch gerne ein Bild, schreibt sie einfach an, sie ist da offen auf jeden Fall für Auftragsarbeiten, würde sich natürlich auch freuen, wenn ihr sagt, hey, zeichne mir mal meine Lieblingspflanze und ich bin mir sicher, das kann sie richtig toll umsetzen und ähm, ich werde sie übrigens äh, jetzt in Japan bei der ICPS treffen, weil sie in Osaka eine große Kunstausstellung macht und ich bin ja in Osaka, weil die ICPS ist ja gleich nebendran in Himeji, das sind nur ja, weiß nicht, so dreiviertel Stunde ungefähr entfernt und dann werde ich auch in Osaka. Auf die Kunstausstellung von ihr gehen. Da werden wir uns auch persönlich treffen und kennenlernen. Freue ich mich sehr drauf und bin gespannt, was sie da alles für Bilder und Gemälde präsentiert. Ja, das also die diesjährige Sammelkartenkollektion und ähm, damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos, dieses kurzen Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare und nicht vergessen, was ist eure Lieblingskarte. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze. Ciao.